Henriette Moncrosse hat sich dem Neoimpressionismus in den frühen 1890er Jahren in Paris angeschlossen. Der Vorreiter und Begründer der Bewegung war sein enger Freund und Kollege Georges Seurat, der zu Grosses wichtigstem Vorbild werden sollte. Das Hauptmerkmal der neuen Kunstströmung ist die Zergliederung der Bildfläche in einzelne kleine Punkte aus Reihenfarben, die sich erst mit einiger Distanz zur Leinwand, und zwar im Auge des Betrachters, zu einer gegenständlichen Einheit zusammenfügen. Das heißt, je näher man an das Bild herantritt, desto abstrakter wirkt es, fast wie ein Mosaik aus einzelnen kleinen Juwelen, die nebeneinander gesetzt worden sind. Im Französischen heißt Punkt Point und Zergliederung Division, weshalb die Bewegung auch sehr früh Pointillismus oder Divisionismus genannt wurde. Grosses Gemälde Stierkampf gehört zu seinen allerersten Arbeiten im Stil des Pointillismus und ist um 1891-92 entstanden. Das Bild zeigt die Arena Gran Plaza de Toros, die für die Weltausstellung in Paris im Bois de Boulogne errichtet worden war. Die Sandfläche, die den Mittelpunkt des Bildes einnimmt, hat sich natürlich wunderbar geeignet für die Punktmalerei des Pointillismus. Aber das Bild zeichnet sich auch durch das raffinierte Wechselspiel zwischen Nah- und Fernsicht aus. Im Vordergrund sind die Zuschauer in der Arena in Rückenansicht dargestellt. Sie werden zu Identifikationsfiguren für uns als Betrachter, geben visuellen Einlass ins Bild. Aber Grosse hat auch das Motiv des Fernrohrs ganz prominent in Szene gesetzt. Ein visuelles Bindeglied, das unsere Augen in den Mittelpunkt des Bildes leitet. Im Hintergrund wiederum verleiht die bogenförmige Gestaltung der Arena Dynamik und Rhythmik für die gesamte Darstellung. Wenn man sich Grosses Stierkampf im Kontext seiner anderen Arbeiten der frühen 1890er Jahre ansieht, wirkt es wie ein visueller Fremdkörper. Gross war 1891 ans Mittelmeer gezogen und hatte die landschaftliche Schönheit der Côte d'Azur zum Hauptmotiv seiner Arbeit gemacht. Zahlreiche andere Werke der frühen 1890er Jahre zeigen lichtdurchflutete Strandbilder, Küstenseen voller Poesie. Mit seiner urbanen Thematik fällt Stierkampf damit vollkommen aus der Reihe. Wahrscheinlich muss das Gemälde im Kontext von Grosses Freundschaft mit Seurat gesehen werden. Denn Seurat war 1891 gestorben und das letzte Bild von ihm, das auf dem Salon des Indépendants in Paris gezeigt worden war, war Zirkus. Wenn man Grosses Stierkampf neben Seurats Zirkus sieht, dann wird die Inspirationsquelle für sein Werk unmittelbar deutlich, sowohl im Hinblick auf die Ikonografie, die Thematik, wie auch die Bildgestaltung. Letzten Endes war Grosses Stierkampf ein Hommage an sein großes Vorbild Georges Seurat und damit auch ein Bekenntnis zur Ästhetik des Neoimpressionismus.